Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Banjo-Kazooie. Wir sind im Click-Clock-Wood und immer noch in dem frühlingshaften Click-Clock-Wood. Allerdings sind wir diesmal, sind wir jetzt mittlerweile als Insekt unterwegs. Und mal schauen, was wir so als Insekt so miterleben. Beziehungsweise welche neuen Wege sich eröffnen. Wir können zumindest ohne Flügel zu benutzen unendlich weit fliegen. Das ist schon mal gut. Und die Pflanzen klappen nicht zu, wenn man ein Insekt ist. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Kann ich schwimmen? Nein, können wir nicht. Leben brauchen wir auch nicht unbedingt. Das nehmen wir auch mit. Das ist eine goldene Feder. Warum nicht? Nehmen wir auch mit. Sonst ist hier unten anscheinend nichts mehr. Ja, wo geht's denn noch weiter? Also wir können ins Bienennest, stimmt ja. Das machen wir, glaube ich, jetzt als erstes Mal. Hoffe ich zumindest, dass wir da reinkommen. Na? Komm schon. Aha. Tja, und wie komme ich jetzt daran? Wollt ihr mir den freiwillig überlassen? Ich passe gerne auf ihn auf. Anscheinend komme ich aber da nicht ran. Nun gut. Dann gehe ich halt hier wieder raus. Jo, dann gehen wir noch weiter nach oben. Baumhaus sieht momentan zwar noch relativ unfertig aus, aber das wird noch. Ah, Moment mal. Ah nee, ich glaube, da wäre ich sowieso nicht rangekommen hier. Schauen, wie weit wir noch hochkommen. Ah, da ist der Jinjo. Den wir auch haben wollten. Es fehlen noch Noten, glaube ich. Also ich habe das Gefühl,
Oder gibt es hier einfach nicht, sind die Noten nicht gleichmäßig auf die Jahreszeiten aufgeteilt? Ich weiß es nicht. Laufen wir weiter. Laufen. Ach so, was ist denn? Moment. Das bringt ja hier nichts. Ich weiß gar nicht, wie man auf diese Plattform kommen soll. Ach, wahrscheinlich nicht in dieser Jahreszeit. Na gut, dann würde ich sagen, verschwinden wir mal hier. Wieder aus dem Frühling. Der tut nichts Gutes anscheinend mehr. Aber wir haben den Sommer sowieso geöffnet. Finden wir hier oben eigentlich noch was? Sieht nicht so aus. Na was soll's, auf in den Sommer. Andere Seite. Da. Oh, oh, ich kann Mumbos Magie offenbar nur im Frühling verwenden. Aber das macht auch nichts, dann weiß ich zumindest schon mal, dass ich, glaube ich, alles im Frühling gefunden habe. 5 Raupen. Genau 5. Na gut. Ich kenne die erste. Ja, das stimmt wohl. Können wir aber hier Napnut helfen. Ne, Nordi heißt der. Natürlich. Machen wir doch gerne. Oh. Zu steil, da kommen wir nicht hoch. Müssen die Vögel in jeder Jahreszeit natürlich separat. Ich höre eine Raupe. Wo ist sie denn? Da. Ach, da ist übrigens der... Arsch mich doch nicht. Der Herbstschalter. Damit hätten wir schon mal die Voraussetzungen für die nächste Jahreszeit geschaffen. Ha 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 ha
Lass mich in Ruhe, ich mache euch nichts. Okay. Das war jetzt wirklich Zufall, dass ich den entdeckt habe. Ich glaube, da hätte ich mich halb tot gesucht. Na? Ach. Also. Eins. Na? Komm schon. Zwei. Jetzt hier oben. Weg mit dir. Da ist keiner mehr. Na, dann schauen wir mal weiter. Wollt ihr da drüben nochmal aufs Feld gucken? Haben wir ein Leben? Ne, wir haben nur noch 9. Gut, dass ich hier immer so schön auch was in den Feldern verstecken kann. Wächst immer noch nichts. Es kann sein, dass ich vielleicht im Frühling irgendwas pflanzen muss, dass da was wächst. Ich weiß es nicht. Weg mit euch, Bienchen. Ich will nur das Räubchen. Ah. Mal schauen, was Mumbo Jumbo zu uns. Fünf Robben haben wir. Dann können wir gleich zu Eerie gehen und ihn füttern. Oh, an, ab, an, oh, ja, oh. Jo, an. Jo. Ach. Du bist zu heiß für Zauberkram, aber er würde gerne einen Sonnenbrand nehmen. Naja, also ich würde ja an seiner Stelle eher für eine Abkühlung plädieren. Aber wie schön, dass er hier mit dem Liegestuhl sitzt. So, wir sind, glaube ich, einmal rum. Wie sollen wir denn da dran kommen? Ah, ich weiß wie. Die einzige Möglichkeit. Soweit ganz gut. Worüber, darüber. Aha. Er hätte schlimmer kommen können.
zweite Puzzleteil ist auch echt etwas länger, die Level. Die Noten sammeln sich auch nicht so wie von selbst. Aua. Ich bräuchte eine Flugplatte, dann könnte ich mir das diesen Aufstieg vielleicht sparen. Aber ich meine, hier sind hier überall rote Federn, was darauf hinweisen würde, dass hier eine Flugplatte irgendwo sein müsste. Rein theoretisch. Aber gut, probieren wir es jetzt erstmal nochmal so. Was war das denn? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Es tut mir leid, es kann etwas dauern. Je nachdem, wie bescheuert ich mich jetzt noch anstelle. Jetzt aber, komm. Drüben ist eine Flugplatte, aber wir nehmen den Mumbo-Schädel, wenn das schon so angeboten wird, noch mit. Keine Flugplatte, eine Sprungplatte. Und wir haben noch eine Raupe. Die Frage ist, ob wir die überhaupt noch brauchen. Aber mitnehmen können wir sie ja trotzdem. Achso, wäre gut, da hätten wir auch anders hingekonnt. Hehehe. wie machen wir es denn am besten? Wir gehen erstmal hoch, würde ich sagen. Runterarbeiten können wir uns später immer noch. Die irgendwas drin, was jetzt momentan weggeklippt ist? Nein, die ist völlig leer, die Blume. Also mit welcher Lockmittel will sie mich denn in ihre Fänge kriegen? Oh, ein Jiggy. Ja gut, da müssen wir wohl rüber. Ein bisschen Anlauf wäre vielleicht ganz gut. Das ist schon das... Das heißt schon, das ist erst das dritte eigentlich. Jetzt muss ich natürlich wieder den dünnen Balken erwischen. Das hat wehgetan. Beinahe hätte ich nochmal aufs Maul bekommen von dem hier. Na, sammeln wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Energie ein. Was macht ihr überhaupt hier unten im Wasser? Ich dachte, Bienen mögen kein Wasser. Das sieht man in jedem Cartoon oder Comic, wie Bienen von Wasser vertrieben werden. Und dann sowas. Ah, bleib weg. Bitte. So. Diesmal gehe ich aber den linken Weg. Definitiv. Oh, da haben wir noch eine Raupe. Keine Ahnung warum, aber ich glaube, die können wir auch mitnehmen. Scheiße. Ha 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 ha
Was macht man nicht alles mit so einem blöden Mumbo-Schädel, den wir sowieso wahrscheinlich nicht mehr brauchen? Oder? Weiß nicht. Das sehen wir dann. Na, wenigstens nur. Das hätte auch gehen können. Und damit sind wir erst bei 31 Minuten, also es geht alles wirklich langsamer voran. Ist nichts. Dann gehen wir halt hier oben rein. Und wieder Kampf mit den Bienen, falls sie uns das Teil natürlich nicht freiwillig überlassen wollen, so verläuft. Das war dem nächsten Video. Bis denn!